Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja Leute, ihr seht es schon im Hintergrund, wir haben Footmess Kalendertag 20, es wird wahrscheinlich am 21. hochkommen, aber ich denke die Challenge ist jetzt so einfach und so irrelevant eigentlich auch, dass ich sie euch nicht unbedingt zeigen muss, das heißt irrelevant. Vielleicht gibt es Leute, die wirklich jeden Tag jede Challenge machen, aber die müssen sich dann halt eh schon damit auskennen. In die Challenge, da brauchst du eh nur einen einzigen Inform und ansonsten 10 Rare Spieler. Egal, Kusawa wie gesagt ist billig, finde ich, also man gibt so an die 25k sagen wir mal dafür aus, geht klar, hier ist eine wirklich gute Karte, ich habe schon meinen Kumpel auf einen Account gespielt, hat mir wirklich gut gefallen, von daher passt es. Als Inform habe ich mir jetzt die Organsen rausgeguckt, ich habe einfach den billigsten genommen für 23k, zurzeit sind die halt alle ein bisschen overpriced, ich habe auch erst gestern am 19. mit dem Gedanken gespielt, mir einen Scream-Spieler zu kaufen. Einfach so, weil ich irgendwie das Gefühl hatte. Und heute kommt DL Alley mit einem Scream-Spieler raus. Ist natürlich klar. Hätte ich sogar gut gebrauchen können für eines meiner Teams. Aber ich denke mir, dass mir dann die 60-70k, die er kostet, dann auch nicht wert. Zumal ich jetzt eh nur noch 80 habe. Und ich möchte, falls morgen André Schöne noch rauskommt, André Schöne noch machen können. Und vielleicht noch einen weiteren Dortmunder, wenn noch ein Dortmunder kommen sollte. Aber Meyang war einfach viel zu overpriced und ist in meinen Augen auch einfach nicht wert. Ansonsten die restlichen Tage war es auch einfach nicht wert, zum Beispiel für Rashford. Das war so unnormal. Wie viel waren es? 3 Informs oder so? Dann auf ein 85er Rating. Das ist so dumm gewesen von EA, wie ich finde. Aber okay. Na, keine Ahnung. Das ist einfach so overpriced. Das kann sich ein normaler FIFA-Spieler, der kein Geld reinsteckt oder irgendwie was, einfach nicht leisten. Und das ist einfach total dumm, denn wie ich finde, das bringt denn die meisten halt nichts. Nur halt wirklich ein Pros oder YouTuber, die halt weiß ich viel Geld da reinstecken. Von daher, aber ist ja auch egal, reden wir was anderes über das Team, nämlich wie gesagt, Jorgensen, der billigste Moment für 23k, muss man halt gucken, wie man selber billig kriegt und darum habe ich dann einfach ein Rare-Team gebaut mit Serie A, Pro League und der schottischen Liga. Ja genau, es ist im Prinzip einfach ein Team, wo du 10 selten noch um einen Inform, also der Inform zählt in dem Fall nicht als Rare-Karte, weil die Ausgangskarte von Jorgensen non-rare ist, kann ich ja mal ganz kurz zeigen. Vielleicht habe ich den ja im Verein. Glaube ich zwar irgendwie nicht gerade, aber ist ja auch egal. Dann wird nämlich diese... Das, ja genau, hier ist er. Non-Rare, wie ihr seht. Und das wird dann übernommen und er zählt als Non-Rare-Karte. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Sané reinstellen würde, dann würde... Okay. So viel dazu, also ich weiß nicht, anscheinend zählen die an sich nicht als Rare-Objekte. Ist okay. Gut. So viel dazu, aber wie gesagt, dann braucht ihr noch 10 seltene normale Spieler, habt mir jetzt hier für Serie A Spieler entschieden und ansonsten halt wie gesagt Nadja und Sinclair aus der jeweils anderen Liga, Lodi, Amero, Bovo, Bastos, Badu glaube ich, ne, ja Badu, Kondogbia, Peñaranda und Widmar, nochmal die Namen hier und die Chemie, ja 75, deswegen habe ich eine Liga hier genommen. Man braucht insgesamt 75 Chemie, aber das kriegt man halt so easy hin. Und dann habe ich einfach noch 2 Random-Spieler reingeklatscht. Man braucht halt keinerlei Bewertung. Deswegen ist die Challenge eigentlich auch so, ja, worth it, sage ich jetzt mal. Weil es einfach, ja, keine Bewertung bedarf. Und deswegen einfach kein hoher Spieler abgestoßen werden muss. Von daher passt es. Ich würde sagen, das Video geht schon lang genug. Wir senden es ab und bekommen dann noch Levin Kurzawa. Für, wie gesagt, so an die 25k. Wenn man noch einige Spieler im Verein hat, kann man die benutzen und dann ist es halt immer noch billiger. Geile Werte, wie gesagt, alle aus über 80 außer Schuss und trotzdem hat er einen richtig geilen Schuss. Finde ich auf jeden Fall nice. Ein richtig geiler Linksverteidiger. Und ich hoffe, dass ich den demnächst mal ausprobieren kann. Ansonsten noch Juan Fran draußen, auch eigentlich geile Werte, aber auch zu überpriced. Und hier DL Alley ist so unnormal. Eine 85er Bewertung und ein Scream-Spieler. Ich habe mir hier mal ein Beispiel gebaut, schon für mich so, was man machen müsste. Es gibt wahrscheinlich noch billigere Varianten, aber es ist so eine der ja, billigeren, die ich im Verein auch noch habe. Hier zum Beispiel so ein Opara kostet 60k, 59, ja, halt so 50k, 60k hier. Ja, das ist er mir einfach nicht wert und dann bräuchte ich noch die Coins, mir Handanovic, Miranda und Cavani wieder zu kaufen und Evra, gut, Evra ist jetzt nicht so teuer, aber ich denke, ihr versteht, wie das meint, dann müsste ich auch noch Gaetan und Matuidi kaufen und von daher lohnt es sich, wie gesagt, für mich einfach nicht. Nur würde ich sagen, Leute, war es das von diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, lasst ein Like und einen Kommentar und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder, bis dann, haut rein!